Heute mit Politik. CDU-Landtagsfraktion stellt ihre aktuellen Themen vor. Und jetzt als Stream zu sehen, der Film Freistadt erzählt von grausamen Praktiken in Erziehungsheimen der 1960er Jahre. Guten Abend, ich begrüße Sie zur Wochenendausgabe von 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Die CDU-Fraktion im Landtag hat einen Überblick über ihre aktuellen Themen und über das anstehende Dezemberplenum gegeben. Das Ganze wie immer in Corona-Zeiten auf digitalem Wege. Joscha Weidenfeld berichtet. Natürlich dreht sich in diesem Pressegespräch vieles um die Auswirkungen der Pandemie auf die politische Arbeit im Landtag. Es geht zum Beispiel um die Rettung des Reiseunternehmens TUI. Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Dirk Töpfer kann die Kritik an den Corona-Hilfsmaßnahmen, die von vielen Seiten geäußert wird, nicht nachvollziehen. Wenn ich also beispielsweise aus den Reihen der niedersächsischen FDP höre, man sei in großer Sorge und solle sich überlegen, ob man das denn überhaupt alles verantworten und bezahlen könne, stelle ich fest, wenn wir aus dieser Krise wieder starten, hoffentlich im nächsten Frühjahr, werden wir dringend solche Unternehmen benötigen, die in der Lage sind, ganz, ganz schnell wieder in Fahrt zu kommen und auch wieder Steuern zu bezahlen und Gewinne zu erzielen. Die TUI ist nach meinem Dafürhalten genau ein solches Unternehmen. Die Hilfe dürfe aber nicht allein an Niedersachsen hängen bleiben, da auch viele der knapp 70.000 Beschäftigten außerhalb des Bundeslandes angestellt sind. Die Rettung des Tourismusriesen sei nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern auch für die zukünftige Wirtschaftsleistung des Landes, dem Flughafen Hannover-Langenhagen und der niedersächsischen Meierwerft wichtig, so Töpfer. Also es gibt viele gute Gründe, tatsächlich auch dieses Unternehmen zu stützen. Besondere Sorge mache Töpfer auch die Lage in den Innenstädten. Inhabergeführte Geschäfte könnten bald ganz aus dem Innenstadtbild verschwinden, wenn Hilfen nicht zielgerichtet ankommen. Es sei widersprüchlich, an die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen zu appellieren und gleichzeitig dazu aufzurufen, in den Innenstädten zu kaufen. Den Widerspruch sehe ich. Gleichwohl hilft das nichts. Wir müssen das Problem irgendwo angehen. Und ich fand da sehr zielführend eine Pressemitteilung des Niedersächsischen Städtetages. Den Weg, den der Städtetag da geht, indem man nämlich sagt, wir ersetzen jetzt nicht pauschal den Umsatz, sondern setzen den Umsatz mal als Größe anzugucken, wie man helfen muss, den finde ich richtig. Also der Städtetag hat gesagt, wir gucken mal, welche Unternehmen weniger als 75% Umsatz gemacht haben in dieser Situation, in diesen Monaten. Das sind die, denen man helfen muss, mit welchem Betrag auch immer. Zu guter Letzt ist der Streit über die Erhöhung der Rundfunkbeiträge in Sachsen-Anhalt Thema. Der Niedersächsische Landtag wird aller Voraussicht nach in der nächsten Woche der Erhöhung zustimmen. Die CDU-Fraktion ist darüber mit der eigenen Partei im Nachbarbundesland im Gespräch. Und es geht weiter mit unserem Nachrichtenüberblick aus der Region. Der kommunale Energieversorger Enercity hat in einem digitalen Pressegespräch über neue Entwicklungen in Hannover informiert. Die Auswirkungen der Pandemie machen auch vor den Stadtwerken nicht Halt. Insgesamt kann der Wachstumskurs aber fortgeführt werden. Sie wissen, wir definieren unseren Erfolg durch den Erfolg unserer Kunden. Und wenn unsere Kunden nicht erfolgreich sind, spüren wir das auch. Also wir können nicht erfolgreich sein ohne den Erfolg unserer Kunden. Und deswegen erwarten wir, dass das Ergebnis dieses Jahr wahrscheinlich rückläufig sein wird. Dennoch setzen wir unseren Wachstumskurs fort. So soll im Zuge des Kohleausstieges auf dem Gelände des Kraftwerks in Stöcken bis zum Jahr 2030 ein Biomassekraftwerk entstehen, das mit Brennstoff aus regionalen Quellen betrieben wird. Der erste Block des Kohlekraftwerks soll schon 2025 abgeschaltet werden, der zweite dann 5 Jahre später. Aufgrund deutlich gestiegener Entnahmepreise und steigender Investitionen in die Wasserinfrastruktur werden ab dem nächsten Jahr die Wasserpreise steigen. Für einen 4-Personen-Haushalt macht das im Durchschnitt knapp 5,90 Euro brutto mehr im Monat. Hannover liegt, was die Ladesäulen für Elektroautos pro Einwohner angeht, deutschlandweit nach München und Hamburg auf Platz 3. Knapp über 300 Ladesäulen im Stadtgebiet sind öffentlich, nochmal etwa 300 sollen dazukommen. Oberbürgermeister Bellet Onay und Polizeipräsident Volker Kluwe haben ein neues umweltfreundliches Lastenrad vorgestellt. Damit wird künftig das Polizeikommissariat Limmer ausgerüstet. Es steht den KontaktbeamtInnen im Stadtteil Linden-Limmer zur Verfügung. Fast überall in Deutschland sind Weihnachtsmärkte aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden.
Die SchaustellerInnen und Gewerbebetreibende, die auf diesen Verdienst angewiesen sind, bringt das in finanzielle Nöte. Nun können einige Weihnachtsmarktbuden auf den Außengeländen von Märkten der Edeka und Marktkaufgruppe stehen. Dieses soll den SchaustellerInnen zumindest eine Gelegenheit geben, Umsatz zu machen. Die SPD hat indessen gefordert, einige Stände auch in der Innenstadt zuzulassen. Die Stadtverwaltung hingegen sieht nach Presseberichten keinen rechtlichen Spielraum dafür. Also gibt es wohl bis auf weiteres Weihnachtsmarktfeeling nur vor dem Supermarkt. In Zeiten von Corona boomt der Internethandel und das besonders in der Zeit vor Weihnachten. Bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen jedoch mehren sich die Beschwerden über Betrüger im Internet. So treten Fake-Shops im Netz auf, die es gar nicht gibt. Und wenn es ganz schlimm kommt, wird zu Unrecht Geld vom Konto abgebucht. Über den Internetbetrug vor Weihnachten spreche ich jetzt mit Tiana Preuschow von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Frau Preuschow, nehmen wir mal den sogenannten Fake-Shop im Internet. Kann ich den denn nicht irgendwie erkennen? Wird tatsächlich immer schwieriger für die Verbraucher. Die Verbraucher müssen einfach immer genauer hingucken. Wir stellen da ja Informationen zur Verfügung. Wir versuchen den Verbrauchern immer aktuell zu sagen, worauf sie achten müssen. Natürlich müssen sie immer noch gucken, ob überhaupt ein Impressum da ist und die Angaben im Impressum dann auch prüfen, gucken, ob da vielleicht eine Handelsregisternummer ist oder vielleicht sogar eine Telefonnummer. Denn dann können die Verbraucher auch einfach mal da anrufen und gucken, ob tatsächlich jemand rangeht oder ob die Nummer gar nicht vergeben ist. Das heißt, vorher genau das Impressum prüfen und nicht einfach drauf losbestellen. Gibt es denn eigentlich so ganz bestimmte Branchen oder auch Plattformen, die besonders betroffen sind von solchen Fake-Shops? Wir hören das immer wieder mal und es betrifft immer mal wieder verschiedene Plattformen. Aber mittlerweile können wir sagen, dass das doch plattformübergreifend einfach ein Problem ist. Und wenn es jetzt mal ganz schlimm kommt und jemand ist wirklich auf so einen unseriösen Händler reingefallen und es wird zu Unrecht Geld vom Konto abgebucht, wie kann denn sowas eigentlich passieren? Das ist, weil die Anbieter, also gerade die unseriösen Anbieter, immer nur bestimmte Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Die Seiten sehen vielleicht normal aus und es wird vorgetäuscht, dass verschiedene Möglichkeiten vorhanden wären, aber dann lässt sich letztendlich zum Beispiel doch nur die Sofortüberweisung durchführen. Oder es wird tatsächlich einfach abgebucht, ohne dass der Verbraucher sich damit einverstanden erklärt hat. Dann kann der Verbraucher sich einfach nur an seine Bank wenden und versuchen, das Ganze irgendwie rückgängig zu machen. Jetzt sind ja auch immer wieder E-Mails im Umlauf, die also dubiose Inhalte haben. Gibt es da bestimmte Mails, die zurzeit ganz besonders im Umlauf sind? Auch das wechselt. Gerade sehen wir immer mal wieder E-Mails, die aussehen, als kämen sie von eBay Kleinanzeigen, was aber überhaupt nicht stimmt. Und auch da raten wir Verbrauchern eben ganz genau hinzugucken, Zahlungsaufforderungen nicht nachzukommen, wenn es ihnen irgendwie dubios vorkommt, und auch nicht auf irgendwelche Links zu klicken. Was raten Sie als Verbraucherschützerin, um Betrug im Internet vorzubeugen? Wir haben eben schon auf das genaue Gucken aufs Impressum angesprochen. Was noch? Genau, das Impressum und die übrigen Angaben, die der Anbieter macht, sind immer noch das wichtigste Kriterium. Vielleicht auch Gütesiegel, über die Verbraucher sich auch vorab informieren sollten. Und wie gesagt, die Zahlungsmethode ist da wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Verbraucher sollen nicht vorschnell Zahlungsdaten irgendwo eingeben und wenn irgendwie möglich auch eine Variante mit Käuferschutz wählen. Jetzt haben Sie eben das Gütesiegel angesprochen. Welche Gütesiegel sind das? Wir empfehlen da verschiedene. Es gibt auch eine sehr gute Übersicht im Internet zu finden über anerkannte Gütesiegel. Verbraucher müssen eben gucken, ob die dann auch tatsächlich verlinkt sind und nicht einfach nur von einer Seite auf die Fake-Shop-Seite kopiert. Das heißt mit anderen Worten, ich klicke drauf und sehe, dass ich dann wirklich auf die Siegelseite geleitet werde. Zum Beispiel, ja. Aber mal gesetzt den Fall, es ist mir jetzt passiert. Ich bin reingefallen auf einen unseriösen Händler. Was kann ich dann noch tun? Dann sollten Verbraucher sich unbedingt an die Polizei wenden, Anzeige erstatten und eben auch versuchen, diese Zahlung irgendwie rückgängig zu machen. Denn das Problem für die Verbraucher ist ja gerade, dass die Anbieter in diesen Fällen nicht mehr erreichbar sind. Aber die Bank ist erreichbar oder der Zahlungsdienstleister. Und da sollten Verbraucher sich dann eben hinwenden und im Zweifel auch mit allen Belegen, die sie haben, idealerweise haben sie ja den Kauf auch irgendwie dokumentiert, zeigen, was passiert ist und versuchen, ihr Geld zurückzubekommen.
Tjerna Preuschow von der Verbraucherzentrale Niedersachsen zum Internetbetrug in der Vorweihnachtszeit. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Und weiter geht es mit unserem Filmtipp. Weil die Kinos geschlossen sind, haben wir heute einen Streaming-Tipp für Sie. In der Arte Mediathek finden Sie den Film Freistadt. Das Jugenddrama greift ein Thema auf, das lange ignoriert worden ist. Es geht um die grausamen Praktiken in einer Erziehungsanstalt der 1960er Jahre. Sören Köpke stellt den Film vor. ...1968. Eine Ära des Aufbruchs und der jugendlichen Revolte, aber nicht überall ist die schwarze Pädagogik kampflos verschwunden. Insbesondere in der Heimerziehung ist sie lebendig wie eh und je. Es geht nicht so weiter. Für drei Gören ist hier eh kein Platz. Wenn du nicht artig bist, kommst du ins Heim. Die erste Nachkriegsgeneration wurde mit dieser Warnung erzogen. Dass das keine leere Drohung ist, erlebt der junge Wolfgang im Film Freistadt. Freistadt ist so ein Heim, unterhalten von der evangelischen Diakonie im tiefsten Norddeutschland. Die Heimführung hat aber eine höchst abgründige Vorstellung von christlicher Nächstenliebe. Renitent, ungehorsam. 6 Monate Erziehungsheim Heidequell, nach 3 Monaten ausgerissen. Aggressives Verhalten. Ich habe mich nur gewehrt. Leugnet sein Verhalten, lügt. Keine Einsicht, kein Wille zur Besserung. Ich habe noch nie jemanden geschlagen. Ich bin nur hier, weil mein Stiefvater mich loswerden will. Ein Lied! Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang und sich der Cricket, Eichen stehen Tal und Krumm. Im Freistaat herrscht militärischer Drill, wird Ungehorsam gnadenlos bestraft. Nicht von ungefähr wird hier mit dem Moorsoldatenlied an das Lagersystem der Nazis erinnert. Weißt du, was ich so richtig hasse? Rauchverbot. 1 Woche lang. Ich dachte mir, okay, vielleicht ist es einfach ein bisschen dumm, ne? Vielleicht muss ich ihn regeln, einfach mal richtig erklären, ne? Seid ein Team, ja? Freistadt ist das Spielfilmdebüt von Regisseur Marc Brumund, der schon Kurzfilme, Werbespots und Dokumentarfilme gedreht hat. Es bekam im Rahmen des Saarbrücker Max-Ophüls-Festivals einen Publikumspreis. Freistadt erzählt eine authentische Geschichte, manchmal etwas plump, aber eindrücklich. Diese Geschichte ist es wert, erinnert zu werden, denn Tausende wurden tatsächlich Opfer von psychischer und physischer Gewalt in der Heimerziehung. Und wir haben jetzt noch einen Hinweis. Der Drachenclub Hannover lädt am 6. Dezember zum Nikolausfliegen ein. Auf dem Kronsberg können Sie Ihren Drachen steigen lassen. Natürlich muss es nicht unbedingt ein Nikolaus sein. Und falls Sie gar keinen eigenen Drachen haben, dann sehen Sie einfach zu, wie die Fluggeräte über den Kronsberghimmel gleiten. Los geht es am Sonntag um 13 Uhr auf der Drachenwiese auf dem Kronsberg. Das war 0511 am Wochenende. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie's gut.